Auf dem Mond ist Obelix leichter als auf der Erde, obwohl seine Masse gleich geblieben ist. Die Masse, klein m, eines Körpers ist ein Maß für den in ihm enthaltenen Stoffinhalt und wird in Kilogramm ausgedrückt. Wir schreiben das so mit Hakenklammern. Die Einheit einer Masse, das ist Kilogramm. Holz schwimmt auf Wasser und Eisen sinkt im Wasser, weil Eisen dichter ist als Wasser und Wasser dichter ist als Holz. Die Dichte ρ eines Objektes ist das Verhältnis zwischen seiner Masse und seinem Volumen und wird ausgedrückt in Kilogramm pro Kubikmeter. Die Einheit der Dichte ρ ist also Kilogramm pro Kubikmeter, weil man die Dichte ρ berechnet als Masse geteilt durch Volumen. Im Physiklabor messen wir die Masse und das Volumen verschiedener Materialien und können so ihre Dichte bestimmen. So erstellen die Physiker solche Tabellen. Wir bemerken, dass die Dichte vom Wasser 1000 Kilogramm pro Kubikmeter ist. Um mit solchen Einheiten umgehen zu können und sie ineinander verwandeln zu können, empfehle ich diese vier kurzen Tutorials.